Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, dem Heiland und Erlöser, sei mit euch. Guten Tag miteinander, seid alle ganz herzlich willkommen am ersten Adventssonntag. Jetzt ist um Gottesdienst, heute sind wir hier zu Pferdau in der Kirche. Ein liebe Grüße alle von Pferdau, von Kippel, von Wieler und von Blattau. Natürlich ist ein Leiter im Altersheim und alle zusammen und die über unseres Tales verbunden sind, jetzt in dieser Stunde, zu dieser Feier. Mit dem Lied 299 im Gesangbuch, mit der ersten Strophe, wollen wir gesanglich anfangen. Heute sind drei Mädchen hier, die mitgestaltet haben. Das sind das die Maria, die Selin und die Florina. Sie haben heute gute Texte, die euch einstimmen auf den Advent. Seid wachsam, sagt Jesus im Evangelium. Unsere Wachsamkeit heisst euch die Bereitschaft, sich zu versöhnen. Sich wieder neu auszurichten, sich sozusagen hinzukehren auf das Gute, auf Gott, was immer ist, entgegenkommt. Danke, Mädchen, dass ihr uns heute helfet und mit diesen Texten die begleitet. Wir kriegen jetzt gerade eine Einführung, die Selin und Florina machen. Mit dem ersten Advent beginnt für uns die Wartezeit auf Weihnachten. Ein Adventsspruch lautet: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür. Auch unser Lied zum Eingang hat so gezählt. Wir können das erste Licht nicht weglassen, sonst gibt es kein zweites. Eins gehört zum anderen. Im Advent suchen wir das Licht. Ganze Lichterketten, funkelnde Sterne leuchten vor uns auf. Aber wir suchen auch die gemütliche, still brennende Flamme. In dieser Zeit wollen wir uns besinnen und vorbereiten auf die Geburt Jesu, der von sich sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wir rufen Jesus Christus an, in dessen Namen wir versammelt sind. Christus Jesus, du siehst die Not der Menschen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Du verurteilst keinen Menschen. Du versuchst, jedem Menschen gerecht zu werden. Christus, erbarme dich. Du bist nahe allen Menschen, die es schwer haben, die leiden, denn du selbst hast gelitten. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, alles steht in deiner Macht. Du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengehen und uns durch Taten der Liebe
auf seine Ankunft vorbereiten, damit wir den Platz in seiner Nähe zu seiner Rechten erhalten, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und für uns da ist, in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde, dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an aller Rede und aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt, so dass ihr keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Er wird euch auch festigen bis ans Ende, so dass ihr schuldlos dasteht am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lass uns schauen, o Herr, deine Huld, und schenke uns dein Heil. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Gebt Acht und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug die Vollmacht seinen Knechten, jedem eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam,
Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Seid wachsam. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wir sind der Ton und du, Gott, bist der Töpfer. Wir alle sind ja das Werk deiner Hände. Also heisst es am ersten Adventssonntag heute. Und die folgenden Impulse, die kleinen Fragen, die wir jetzt kehren, die wollen uns helfen, uns immer wieder neu in die Hand von Gott zu geben, uns um Töpfer, uns immer wieder neu zu formen. Und seine Formung, seine Bildung an uns, wenn man so will, sein Modellieren, das geht ja in Richtung von Gerechtigkeit, in Richtung von Frieden, in Richtung von Versöhnung, in Richtung auch von Gemeinschaft mit Christus und somit ist um himmlischen Vater selbst. So nehmen wir jetzt die folgende Frage als einen Impuls für ein persönlich und für ein gemeinschaftlich Leben, da drin, wo ihr seid, lebt, schafft, wo ihr euch befindet. Du sollst deinem Gott die erste Stelle einräumen, ohne die du nicht leben kannst. Die Quelle und Hoffnung ist für dich diese erste Stelle, dieser erste Platz. Immer gehörst du Gott. Freust du dich, Christ, Christin zu sein? Ordnest du alles in deinem Leben hin auf Gott? Betest du persönlich zu Gott? Sprichst du mit ihm? Dankst du ihm? Du sollst Vater und Mutter ehren. Wir sagen, du sollst dein Leben, das dir Vater und Mutter gegeben haben, annehmen und es mit Gottes Hilfe zum Segen machen. Wie gehe ich mit meinen Eltern um? Achtungsvoll und respektvoll? Kann ich ihnen dankbar sein? Bin ich für sie da, wenn sie mich brauchen? Gehorche ich ihnen? Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst deine Ehe heilig halten. Gott hat dir einen Menschen zugemutet, dich ihm anvertraut.
Interessiere ich mich für meinen Partner, für meine Partnerin? Für die Freuden, für die Sorgen von ihr, von ihm? Für die Schmerzen und für die Hoffnungen? Zeige ich meine Freundschaft und Liebe durch kleine Aufmerksamkeiten, durch Zärtlichkeit? Bin ich eine gute Freundin, ein guter Freund? Kann man mir vertrauen? Bin ich da, wenn man mich braucht, oder bin ich feige? Habe ich den Mut, auch in schwierigen Situationen zu ihm oder zu ihr zu stehen? Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht raffen, sondern frei weder von deinen Besitzansprüchen. Habe ich gestohlen, Sachen behalten, sogar kaputt gemacht? Schaue ich auf die Menschen herab, die weniger haben und sich weniger leisten können? Neide ich es denen, die mehr haben als ich? Wie groß ist der Anteil meines Einkommens, den ich für Menschen spende, die Hilfe brauchen? Du sollst nicht lügen. Aber eine kleine Notlüge. Du sollst die Wahrheit sagen und vor allem ehrlich leben. Bleibe ich bei der Wahrheit, auch in schwierigen Situationen? Aus welchen Gründen meine ich doch, eine Unwahrheit sagen zu dürfen? Habe ich um eines materiellen oder finanziellen Vorteils willen gelogen? Habe ich mich durch eine Unwahrheit der Verantwortung entzogen? Thank you.
Wir haben uns über unser Leben Gedanken gemacht, haben nachgedacht. Manches, was wir getan oder nicht getan haben, bedauern wir. Wir bereuen es. Wir wollen manches besser machen. Wir können manches in Ordnung bringen. Manches können wir nicht mehr anders machen. Vielleicht haben wir nicht genügend Mut und Kraft. Vielleicht gibt es auch große Hindernisse. Wir legen alles in Gottes Hand. Unser Wollen und unser Vollbringen, unsere Schwachheit, unser Können, und bitten ihn um sein Erbarmen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der treue Gott erbarme sich unser. Er wecke in uns die tiefe Sehnsucht nach ihm, dem Quell des Heiles und des Lebens. Er nehme von uns alle Schuld weg, eben all das, was uns von ihm trennt und untereinander, und führe uns auf den guten Weg und so auf den Weg zum ewigen Leben. Amen. So wollen wir jetzt miteinander das Glaubensbekenntnis beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. So wollen wir jetzt die Fürbitte vor Gott bringen. Guter Gott, du bist uns immer nahe. Du lässt uns in den dunklen Stunden unseres Lebens wissen, dass du bei uns bist und uns mit deinem Licht entgegenkommst. Dafür danken wir dir und wir bitten dich. Gott, wir danken dir für alles Helle in unserem Leben, für unsere Eltern und alle Menschen, die uns lieb haben. Sei du ihnen nahe, hilf uns in unseren Familien, dass wir gut miteinander auskommen. Jesus, Licht in der Dunkelheit. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir bitten dich für alle, die im Krieg oder in Armut leben müssen. Schenke ihnen Menschen, die ihnen Hoffnung geben können. Jesus, Licht in der Dunkelheit. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir beten für die, die keinen Ausweg mehr sehen. Schicke ihnen Menschen, die es verstehen, ihre aussichtslose Situation zu erhellen und ihnen Mut zur Kraft zu schenken. Jesus, Licht in der Dunkelheit. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir danken dir für Jesus, auf dessen Geburtsfest wir uns vorbereiten. Er ist das Licht, das unsere Welt erhält.
Hilf uns in der Adventszeit, ein klein wenig selbst Licht für unsere Mitmenschen zu werden. Jesus, Licht in der Dunkelheit. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle unsere verstorbenen Angehörigen. Lass sie gerade jetzt in dieser Adventszeit mit uns verbunden sein. Schenke ihnen dein ewiges Leben und den Trauernden deine besondere Nähe. Jesus, Licht in der Dunkelheit, wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, du bist voll des Erbarmens und voller Liebe. Dir vertrauen wir und wir hoffen auf deine Hilfe. So bitten wir dich durch Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Lebendiger Gott, alles, was wir haben, kommt von dir. Nimm unsere Gaben Brot und Wein, die wir darbringen, an. Mit ihnen nimm unser ganzes Leben an. Mache diese Gaben für uns in dieser Feier zum Sakrament der Erlösung und rufe uns an deinen Tisch im kommenden Reich. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn in seinem ersten Kommen hat er sich entäußert und ist Mensch geworden. So hat er die alte Verheißung erfüllt und den Weg des Heiles erschlossen. Wenn er wiederkommt im Glanz seiner Herrlichkeit, werden wir sichtbar empfangen, was wir jetzt mit wachem Herzen gläubig erwarten. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen zum Lobe deiner Herrlichkeit.
erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Heilig, heilig bist du. Ja, heilig bist du, lebendiger Gott, und wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der uns entgegenkommt. Er hat uns gezeigt, wie wir für dich und füreinander da sein können. Und er ist gekommen, um die Macht des Bösen zu brechen und den Hass hinwegzunehmen, der jede Freundschaft zerstört. Er hat uns versprochen, dass der Heilige Geist immer bei uns ist und uns die Kraft gibt, als deine Kinder zu leben. Gott, unser Vater, sende deinen Geist, damit diese Gaben von Brot und Wein Leib und Blut Jesu werden, der uns geliebt hat bis in den Tod. Am Abend vor seinem Leiden hat er sich mit seinen Jüngern zu Tisch gesetzt. Er hat Brot genommen, das Dankgebet gesprochen, es geteilt, ihnen gegeben und gesagt: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann hat er den Kelch mit Wein genommen, hat noch einmal gebetet und dir gedankt. Er hat ihnen den Kelch gegeben und gesagt: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Gott, unser Vater, wir sind vor dir, wir loben dich, wir preisen dich. Wir gedenken des Todes und der Auferstehung Jesu, der sich ganz dir schenkt und auch ganz unsere Opfergabe sein will. Er nimmt uns mit auf den Weg zu dir. Gib uns, die wir an diesem Mahl teilnehmen, den Geist der Liebe, damit wir immer mehr ein Herz und eine Seele werden, zusammen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Marie, mit deinem ganzen Volk und allen, die ihm dienen. Denke an alle, die wir gern haben. Sei nahe denen, die leiden und traurig sind. Lass unsere Verstorbenen, Franz Bellwald und all unsere Verstorbenen, bei dir glücklich sein. Denke an alle Menschen auf der ganzen Erde und führe uns einst mit ihnen zusammen zum großen Fest in deinem Reich, wo wir mit der Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef und allen Heiligen für immer glücklich sind und dich durch Jesus Christus preisen. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So beten wir mit den Worten von Jesus Christus, es ist um Vater im Himmel. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr, liebender Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm du uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voller Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus rief ich alle zu, seid wachsam. Und so bitte wir, ja, Jesus, wir sind ja der Ton, du ist ein Töpfer, wir das Werk von deinen Händen. Schau nicht auf unsere Fehler, auf das, was nicht geratet, schau auf das Gute. Hör nicht auf an uns, modelliere, dass das Gute kommt. Schau auf den Glauben von uns, deiner Kirche. Schau uns und der ganzen Welt, wie es du ja willst. Versöhnung, Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. So seht Jesus Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Herr wird seinen Segen spenden und unsere Erde bringt ihre Frucht hervor. Der Leib Christi. Amen.
Der Herr sei dir Licht auf deinen Wegen. Er behüte dich in hellen wie in dunklen Tagen, in heiteren wie in finsteren Zeiten. Er mache dir Mut, sein Licht weiterzutragen. Ich will dir ganz herzlich Danke sagen für die schöne Gestaltung heute. Dem Hans-Jakob an der Gitarre, der Katechetin Ruth, für die schönen Texte und für das Lesen von den Kindern, Maria, Florina und Celine, vielen Dank. Ihr habt vielleicht aus der Presse erfahren, sicherlich, dass wir ja jetzt ab dem 1. Dezember in der Kirche wieder können, mit 50 Personen die Heiligmesse feiern oder die Gottesdienste feiern, die sind, sei es Andachten, sei es Sustere, gottesdienstliche Versammlungen, einfach 50 Personen. Und das ist ja wieder eigentlich ein grosses Geschenk, wenn man sieht, wenn wir jetzt wieder eine längere Zeit aber das nicht haben können. Viele Leute sehen uns Schichter nach und das ist ja eine berechtigte Sehnsucht. Wir haben ein gutes Schutzkonzept, ihr kennt das. Wir können jetzt alle Gottesdienste, wie es im Vorblatt aber jetzt vom Dezember drin sind, in dem Rahmen 4 auf 50 Personen, einfach mit Schutzmaske und mit diesen Abständen, die wir eigentlich schon kennen. So lade ich ein, aber ja, diese Möglichkeit wieder wahrzunehmen und wir hoffen, dass das lang jetzt so wieder kann stattfinden und bleiben. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns an deinem Tisch mit neuer Kraft gestärkt. Zeige uns den guten, den rechten Weg durch diese vergängliche Welt. Lenke unseren Blick auf das, was nicht vergänglich ist, damit wir in allem dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wollen schließen mit dem Lied «Macht hoch die Tür». Das ist die Nummer 298, Strophe 1 und 2. Macht hoch die Tür. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der Holden jauchzt mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich an Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt, der Halben jauchzt mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß vom Tag. Ich möchte an dieser Stelle euch nochmal meinem Filmteam Danke sagen. Merci für euren geschätzten Einsatz, für euer Dasein. Wir hoffen, dass es nicht eine dritte, eine vierte, eine fünfte Welle gibt. Nein, wir hoffen, danke, dass ihr da seid und
dass wir immer wieder auf Ehen nachfragen können und bei so Ausstrahlungen, wo wir vielleicht auch in Zukunft, vielleicht gerade um Weihnachten um, wir müssen schauen, wieder in Anspruch nehmen. Wir feiern, wie gesagt, im Vorblatt alle Weihnachtsmessen, die so drin sind. Ihr seht das und kennt das. Das eine oder andere werden wir ausstrahlen. Vielleicht der gottische schönen Gottesdienst mit den Kindern, mit der voreucharistischen Gruppe. Wir feiern euch, für das gerade vorwegzunehmen, die Kongregation der am Müttergottesfest am 7. und 8. Dezember in alle vier Gemeinden. Wir haben ja sonst das immer zusammen gefeiert, aber jetzt sollten wir einfach die 21 Jugendlichen einfach aufteilen auf ihre vier Gemeinden, denn jeder Gemeinde am Vorabend und am Festtag selber die Kongregation feiern. Mit den Jungen treffe ich mich wie in einer WhatsApp-Gruppe abgemacht am 1. Dezember, also eine Gruppe, fertig das vorzubereiten. Ja, so versuchen wir den Weg weiterzugehen, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, wir machen, was uns möglich ist, mit Respekt, mit Vorsicht, aber mit Vertrauen, mit Hoffnung. So bitte wir Gott jetzt um Schienen sagen, heute eine besinnliche Adventszeit und heute aber einen guten Sonntag. Der Herr sei mit euch. Und der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre eure Gedanken und eure Herzen in der Gemeinschaft mit Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Und so segne, begleite und bewahre euch der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.